Guten Morgen. Ich bin Julian. Ich komme aus Hannover, einige Zeit in Berlin als Perl-Entwickler gearbeitet und bin jetzt in London bei WCN. Und ich bin da als Entwickler tätig, aber auch als Ausbilder für Perl-Entwickler. Und darüber, oder vielmehr über Ausbildung generell, erzähle ich euch heute ein bisschen was. Vorab, let me ask this question, how many English people are in the room? Like English speaking, one, two, no, you don't count. So there are two people who don't understand any German. My slides are in English. If you want, I can do it in English, but I think some other people might then not understand it anymore. So, English or German? German. French? No, I can't do French. Sorry. Okay. Okay, also dann machen wir das auf Deutsch. Genau. Also ich arbeite jetzt bei WCN. Das ist eine Recruitment-Software-Firma. Die stellt Bewerbermanagement-Software her. Und wir stellen auch Perl-Entwickler ein, gerne auch Juniors. Also falls jemand von mir ausgebildet werden möchte in Wimbledon in London, dann meldet euch gerne bei mir. Okay, genau. Also es geht darum, wie mache ich aus Menschen Entwickler? Und nach Möglichkeiten mit Perl. Und vor allem auch, wie stelle ich sicher, dass die Entwickler dann trotzdem noch mehr oder weniger menschlich bleiben? Ja, zuerst mal die Frage, wer von euch ist denn eigentlich ein Entwickler? Okay, I see most hands. That's good. Keep the hands up. Keep the hands up, please. Lass die Hände oben. Und wer von euch ist ein ausgebildeter Entwickler? Also wer von euch hat in irgendeiner Form das gelernt? Okay, einige Hände sind runtergegangen. Offiziell gelernt. Und wer hat das nicht in der Universität gemacht? Jetzt sind es... Ja, okay, es sind deutlich weniger Hände. Das klappt meistens, geht das so? Ich selber habe das auch nicht an der Universität gemacht. Also ein bisschen, aber das war nicht so erfolgreich. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Und ich glaube, vielen hier ist die Ausbildung, das deutsche Ausbildungssystem ein Begriff. Prinzipiell dauert das 3 Jahre. Man sucht sich halt eine Firma. Kann man die Slides lesen von da hinten? Mir war nicht bewusst, wie groß das ist. Ah, cool. Genau, also man sucht sich halt eine Firma und dann ist man da für 3 Jahre in der Firma und dann geht man regelmäßig zur Berufsschule, wie so eine Vocational School im Prinzip. Meistens ist das so Blockunterricht oder manchmal auch tageweise. Und im Prinzip arbeitet man dann ganz normal mit. Man ist da ganz normal angestellt. Man kriegt sein Gehalt und nach lernt man halt, während man da arbeitet. Tatsächlich ist einer der Auszubildenden, die ich mal ausgebildet habe, hier. Hallo Merlin. Ja, da war ich selber auch noch Auszubildender, als du angefangen hast. Das ist ganz schön lange her. Genau, es gibt 5 verschiedene IT-Ausbildungsberufe in Deutschland. Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung und Systemintegration. Das ist so die Schiene, über die ich gekommen bin. Davon ist der eine halt der Entwickler. Dann gibt es IT-Systemkaufleute, die halt Dinge verkaufen, bei so Online-Shops arbeiten und so. IT-Systemelektroniker, die irgendwelche Strippen ziehen und Informatikkaufleute, die meistens eher so Systeme konfigurieren und dann für Kundenaufträge solche Sachen machen. Im Prinzip kann jede Firma in Deutschland ausbilden und wenn eure Firma das nicht macht, solltet ihr darüber nachdenken, ob Perl oder nicht, weil es prinzipiell eine ganz gute Sache ist, Leuten Dinge beizubringen und Nachwuchs ranzuzüchten. Denn wenn man die Leute 3 Jahre lang einsetzt, schon praktisch, dann hat man danach eine fertige Fachkraft und die bleibt dann meistens auch. Und das hat durchaus Vorteile. Genau, man geht halt zur Schule, man hat keine Vorbildung für gewöhnlich. Also es ist häufig so, dass die Leute aus der Realschule oder vom Abitur kommen, Highschool, und manchmal können die einen Computer einschalten. Manchmal können die auch mehr, so wie ich. Ich habe 3 Semester studiert und dann ist es natürlich dementsprechend leichter, einen Ausbildungsplatz zu finden. Aber man sollte eigentlich irgendwie darauf vorbereitet sein, dass die Auszubildenden noch nicht so viel können. Aber das macht nichts, weil dafür sind wir ja quasi da. Und meine Speaker-Notizen sind sehr klein. Prinzipiell ist es so, dass die Firma entscheidet, welche Programmiersprache man lernt, was für Technologien man lernt und man hat da eigentlich
meistens relativ wenig Einfluss selber drauf, weil ja, es ist halt, man findet halt erstmal einen Ausbildungsplatz und dann landet man halt in einer Firma, die irgendwie so komische esoterische Sprache macht wie Perl, von der man noch nie was gehört hat oder vielleicht schon und dann ist nichts zu essen. ja, und so bin ich zumindest in St. Perl gekommen. Versucht euch mal zu erinnern an euren ersten Tag in eurem ersten IT-Job. Könnt ihr euch daran erinnern? Wie war das? Überlegt mal. Denkt mal drüber nach. Was habt ihr da gemacht? Und wie hat sich das angefühlt? Okay. Ich will keine, ich will, ja, ihr dürft gerne auch was, wenn jemand eine schöne Geschichte hat, dann gerne einmal reinbrüllen. Okay. Okay. Und wie war der zweite Tag? Hat er Spaß gemacht? Buffer Overflow, okay. Okay, also Buch in die Hand bekommen und dann eine Woche da sitzen, ja. Für mich war das so, ich habe in einem mittelständischen Unternehmen angefangen und ich wusste noch nicht viel über Perl. Ich hatte das Learning Perl Buch durchgearbeitet zu Hause. Nachdem ich meinen Rechner eingerichtet hatte am ersten Tag, das war der 1. April, glaube ich, da saß ich da in meinem schicken Büro, eine Wand aus Glas, fünfter Stock in der Innenstadt in Hannover mit meinem neuen Rechner. Dann kam ein Kollege rein und meinte, hey, hier, ich habe hier so eine Webseite, das ist von einem Mitbewerber. Eine Preisliste, Reifen, ging um Reifen. Und schreibt doch mal eine Funktion, die die Preise da raussammelt. Die Reifengrößen und die Preise und ja, also Screenscraping, die Preise absaugen. Ich, okay, versuche ich. Dann habe ich den restlichen Tag rumgedoktert mit irgendwelchen Regex und mich da reingefuchst und HTML mit Regex gepasst, so wie es halt ging. Aber es hat geklappt. Und am Ende des Tages hatte ich halt eine Funktion, die hat irgendwie 30 Zeilen oder so, mit viel Regex und if und so. Und die hat halt am Ende eine Liste zurückgegeben mit Produktdaten. Und dann habe ich ihm das gemailt. Und am nächsten Morgen kam er wieder zu mir rein und sagte, ja cool, das funktioniert, ich habe das eingebaut, das ist jetzt in Produktion. Und das war ein unglaublich cooles Gefühl. Einfach zu sagen, an meinem ersten Tag, da war ich noch nicht mal Auszubildender, da war ich noch Praktikant, Code geschrieben zu haben, der in Produktion gegangen ist. Wenn man vorher 3 Semester, 1,5 Jahre in der Uni sitzt und das Gefühl hat, man erreicht irgendwie nichts und es geht nicht voran. Und dann auf einmal was Produktives zu machen, ist ein unglaublich gutes Gefühl und das motiviert ohne Ende. Und das finde ich total wichtig in Ausbildung. Nach einem Monat ungefähr habe ich dann selber schon nach Produktion deployed. Da hatte ich also schon genug Rechte, um selber Sachen live zu stellen. Und als ich dann 2 Monate später angefangen habe in der Berufsschule, da saß der junge Mann neben mir, der fragte mich dann, hey, was darfst du machen? Was machst du so auf Arbeit? Mein Chef erlaubt mir, dass ich manchmal Webseiten bauen darf. Und ich dachte dann, ja gut, was sage ich denn jetzt zu dir, damit du dich nicht schlecht fühlst? Weil irgendwie war das ziemlich cool. Es war zwar sehr viel Spaghetti und Legacy, aber ich habe produktiv mitgearbeitet und das war ein super Gefühl. Und das, finde ich, ist das Wichtigste, was man irgendwie machen kann, wenn man junge Menschen ausbildet, denen das Gefühl zu geben, dass ihre Arbeit wichtig ist. Und das bringt mich dann auch zu meinem eigentlichen Thema. Die Präsentationen sind 2 Bereiche gegliedert. Es geht um Mentoring und um so Coaching und Training und den technischen Teil. Und ich denke, da gibt es einen Unterschied. Mentoring ist im Prinzip die Rolle, die man einnimmt für die menschliche Sache. Denn man ist mehr als einfach nur Lehrer oder Ausbilder. Man ist im Prinzip als allererstes natürlich ein Lehrer. Ne? Man muss irgendwie Stoff vermitteln, man bringt den Leuten was bei. Ob das jetzt einer ist oder viele, eine Gruppe, ob das junge Menschen sind oder Leute, die älter sind als man selber. Man hat immer irgendwas, was man vermitteln kann. Und da ist man irgendwie ein Lehrer. Aber man ist noch mehr. Man ist natürlich auch der Manager. Wenn ich Leute ausbilde, dann muss ich halt mich auch um die kümmern. Ich muss entscheiden, was machen die, wann machen die das, wo gehen die hin, müssen die vielleicht in andere Abteilungen, wo sollen die sitzen, haben die genug Sachen, dürfen die Urlaub nehmen, diese ganzen Banalitäten, um die muss man sich natürlich kümmern. Und das kommt dann mit dem Job.
Dann bin ich auch der Boss und da sehe ich einen kleinen Unterschied. Denn diese Boss-Geschichte, das ist mehr das Disziplinarische. Das ist nicht der schönste Job, jemanden auch mal in die Schranken zu weisen, aber auch das muss halt gemacht werden. Denn zu viel Slacking off oder so ist natürlich auch nicht schön. Das heißt, auch die Rolle muss ich irgendwie einnehmen, auch wenn das nicht immer die schönste Rolle ist. Dazu gehören auch Feedbackgespräche oder mal jemanden ein bisschen gerade rücken, auch das ist wichtig. Dann bin ich ein Vorbild, auf Englisch nenne ich das das Role Model. Und das ist eine ganz wichtige Rolle, die ich irgendwie einnehmen muss. Denn wir stellen uns vor, wir haben da jemanden, der kommt frisch aus der Schule, der ist 18, 19 und der hat noch nie in der Firma gearbeitet, hat noch nie im Büro gesessen. Und als Ausbilder bin ich natürlich derjenige, der die meiste Zeit mit denen verbringt, mit dem jungen Menschen verbringt. Und das heißt, ich muss sehr genau darauf achten, wie ich mich verhalte, denn ich bin einfach ein Vorbild. Und ich weiß das von mir selber, der Kollege, der mit mir im Büro saß, ich hab den das erste Jahr lang, na, ich will nicht sagen verehrt, aber ich hatte schon relativ großen Respekt vor dem Kollegen. Einfach, weil es halt die Person ist, mit der man am meisten zu tun hat. Und gerade wenn dann auch noch viel Fachwissen da ist, dann rutscht man sehr schnell in diese Rolle des Vorbilds rein. Dementsprechend sollte man sich verhalten. Dann ist man ein Motivator und das habe ich schon gesagt und ich werde es noch öfter sagen, Motivation ist das Wichtigste, was man eigentlich braucht für Ausbildung. Sowohl intrinsische als auch extrinsische Motivation. Das muss man können, Leute motivieren. Vielleicht gelingt es mir, da das eine oder andere darüber zu erzählen, wie man das macht. Und manchmal ist man auch ein Elternteil, das klingt irgendwie ein bisschen seltsam, aber es stimmt, denn gerade wenn man junge Menschen hat, die sind vielleicht noch nicht ganz so geformt wie die anderen Kollegen im Büro. Und wenn man zur Bezugsperson wird, wenn man zum Vorbild wird, irgendwann erzählen die auch mal was über sich. Und dann kann es durchaus sein, dass man ihnen mal zur Seite stehen muss, dass man ihnen auch mal die Leviten liest. Und deswegen ist auch die Elternrolle tatsächlich nicht unwichtig. Und zu guter Letzt will man natürlich auch ein Freund sein. Und man erzählt darüber, was habe ich am Wochenende gemacht, was machst du so, was hörst du gerne, was hörst du für Musik, komm, lass uns mal ins Kino gehen, wir gehen grillen, wir gehen mal in die Kneipe. All diese Sachen zählen irgendwie auch dazu. Also das sind die Rollen, die ich als Mentor einnehme oder einnehmen sollte. Wie mache ich das? Verschiedene wichtige Aspekte. Zunächst mal sollte ich verfügbar sein. Das ist ganz essentiell. Wir wollen ja, dass die Leute Fragen stellen. Und das können sie nur, wenn sie wissen, wo ich bin. Ich sitze nicht immer im gleichen Büro, nicht immer am Nachbartisch. Deswegen sollte ich durchaus einfach mal sagen, hey, wenn du eine Frage hast, ich bin da drüben, auch wenn ich Kopfhörer aufhabe. Die Kopfhörer sind nicht dafür da, damit ich mich abschotte von dir, sondern vielleicht kann ich mich mit Musik besser konzentrieren oder vielleicht ist auch einfach die Tastatur von dem anderen Kollegen viel zu laut und die stört mich und deswegen habe ich die Kopfhörer auf. Aber die sind nicht dafür da, dass du mich nicht ansprechen sollst. Also du kannst immer zu mir kommen, du kannst immer Fragen stellen, auch wenn ich Kopfhörer auf habe, das ist egal, du darfst mich unterbrechen. Die anderen nicht, aber du darfst das. Nicht jetzt im Talk. Möchtest du eine Frage stellen? Ich hatte an meinen übergroßen, schallisolierten Kopfhörer zwei Schilder dran auf beiden Seiten, wie so Flügel draufsteht. Ich bin jederzeit ansprechbar, bitte anklopfen. Ja, ich weiß nicht, ob die Kamera das aufgezeichnet hat. Simon hat gesagt, er hat auf seinen großen Kopfhörern hat er Schilder, auf denen draufsteht, ihr dürft mich ansprechen. Die Kopfhörer sind nicht dafür da, um mich irgendwie abzuschotten von der Welt. Genau das ist, was ich meine. Da hat er vollkommen recht. Also das ist ganz wichtig, ansprechbar sein. Und vielleicht einfach nur, hey, ich sitze da drüben, auch wenn ich wirklich am Nachbarschreibtisch sitze. Ich bin da, du kannst mir Fragen stellen. Jemand, der frisch in die Arbeitswelt eintaucht, der weiß noch nicht, dass das okay ist, jemanden zu unterbrechen. Der traut sich das vielleicht nicht, da muss man ermutigen. Ja, dass man Vorbild ist, habe ich schon gesagt, Lead by Example. Wenn ich will, dass die Leute pünktlich zur Arbeit kommen, dann sollte ich gefälligst vor ihnen da sein. Ansonsten funktioniert das nicht. Wenn ich immer erst um 10 da bin und irgendwie verschwitzt in Stand-Up-Reihen platze, dann bin ich kein gutes Vorbild. Wenn ich eine gewisse Büroetikette erwarte, dann muss ich die vorleben. Auch wenn das nicht immer einfach ist, aber das muss man halt machen. Anders geht's nicht. Dann ist es wichtig, ich will ihnen nicht nur Sachen beibringen, die sie können sollen, sondern ich will ihnen auch beibringen, wie sie sich selber helfen. Und ich finde, das ist
eines der wichtigsten Dinge, die man eigentlich ausbilden muss. Ja. Das ist dieses Teach a man how to fish. Ich will nicht einfach nur zeigen, okay, du machst das so, du machst das so, du machst das so. Nein, ich zeige ihnen, wie finde ich selber Hilfe. Sei es hier auf Stack Overflow oder sei es, wie lese ich Dokumentation richtig oder sei es, wie schreibe ich Tests für irgendwas. All diese Sachen, die sind wichtig. Und dieses Mindset, dass man um Hilfe fragen darf und um Hilfe bitten darf und sich selber zu helfen, das muss man erlernen. Das ist ein Skill, den hat man nicht von Anfang an. Deswegen sollte man auch nicht immer helfen. Nicht jedes kleine Problem sollte man direkt selber lösen, sondern häufig ist es besser, einfach mal abzuwarten und zu beobachten. Was ich gerne mache, ist, wenn ich aufstehe, um mir einen Kaffee zu holen oder so, und ich laufe am Platz von einem Auszubildenden vorbei, dann bleibe ich kurz stehen, schaue über die Schulter, gucke, okay, was macht der so? Kommt er vielleicht gerade nicht weiter? Ist da irgendwo ein Problem, was ich sehe? Und meistens reichen dann schon 2, 3 Worte. Lies doch mal die Dokumentation von dem und dem Modul. Oder hast du schon mal daran gedacht? Das waren mehr als 3 Worte, ich weiß. 4, ne? Willst du auch einen Kaffee? Das sowieso, natürlich. Ich glaube, das kommt später noch. Der Kaffee, aber ja, bitte. Genau, also häufig ist es besser, einfach mal abzuwarten oder nur mal in die richtige Richtung zu schubsen. Es ist nicht immer gut, nur zu helfen, aber wir wollen ja, dass der junge Mensch selber sein Problem lösen kann. Und das geht irgendwie auch Hand in Hand mit Verantwortung. Denn einfach nur immer kleine, mickrige Aufgaben geben, die nichts bringen, wo man keinen Wert dran sieht, das hilft nicht. Sondern, wie schon in meiner Geschichte vom Anfang, Verantwortung zu haben, motiviert. Und außerdem erlernt man natürlich auch Verantwortungsbewusstsein. Und das ist auch eine der Key Skills, die man als Softwareentwickler haben sollte, denke ich. Verantwortungsbewusstsein. Zu wissen, was ich wann mache und was ich wann nicht machen sollte und was das für Konsequenzen hat. Genau. Rapport ist ganz wichtig. Das Zwischenmenschliche, dass man sich mit jemandem versteht. Den sollte ich möglichst aufbauen. Das kann man am besten, denke ich, indem man sich mit dem Menschen hinter dem Entwickler auseinandersetzt. Es ist halt nicht nur irgendwie ein Entwickler oder ein Job, sondern da ist ein junger Mensch, der hat eine Meinung, der hat noch ein Leben außerhalb der Firma, der hat Gefühle und so, der hat Erfolgserlebnisse. Manchmal. Und das ist unheimlich wichtig. Man will halt irgendwie, dass der junge Mensch sich wohlfühlt mit einem zusammen. Ich sagte vorhin schon, was magst du für Filme, was magst du für Musik? Mal selber erzählen, hey, wie war dein Wochenende? Alles okay, was machst du heute noch? Das sind ganz einfache Sachen. Und auch selber erzählen. Es klingt sehr banal, aber teilweise ist das gar nicht so einfach, wie man glaubt. Sich dafür zu öffnen, das zu machen. Denn zumindest so, was das Fachliche angeht, ist ja der junge Mensch meistens nicht derjenige, von dem ich selber was lernen kann. Deswegen erfordert das durchaus ein bisschen Übung, sich dem Ganzen zu öffnen und das zu machen. Aber es ist wichtig. Man sollte das machen. Und wenn es einem gelingt, guten Rapport aufzubauen, dann kommt auch das Fragenstellen automatisch irgendwann. Genau. Motivation. Von der habe ich schon gesprochen. Die Arbeit des Auszubildenden ist wichtig. Was du hier machst, hat einen Sinn fürs Unternehmen. Da gibt es einen Businesswert. Du leistest einen Beitrag zur Wertschöpfungskette. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist es unglaublich schwierig, jemanden zu motivieren. Einfach nur Aufgaben aus einem Buch abzuarbeiten, macht keinen Spaß. Und das muss man nicht, das bringt nichts. Stattdessen vermittle ich, dass die Arbeit nützlich ist. Und dass es auch nützlich ist für mich und dass es mir wichtig ist, dass ich sehe, was du da machst. Und deswegen wende ich Zeit auf darin, dafür Tickets ordentlich vorzubereiten, die Aufgaben zu durchdenken, die Sachen so zu strukturieren, dass sie am Anfang ein bisschen leichter sind als später. Und eben im richtigen Moment nachzufragen, brauchst du Hilfe oder mal eine Hilfestellung zu geben oder eben auch nicht. Aber
Ich finde es unglaublich wichtig, den Eindruck zu vermitteln, dass es mich interessiert, was der da macht oder die. Was ich gerne mache dafür, ist, dass ich das Training und das richtige Leben vermische. Gerade am Anfang muss man natürlich erstmal Programmieren beibringen. Dazu habe ich später noch ein paar Details. Aber ich gehe meistens den Weg am Anfang, gerade wenn ich mit jemandem ganz Frisches arbeite. Bei meinem letzten Unternehmen war das so, da hatten wir Auszubildende, die durch verschiedene IT-Abteilungen durchgereicht wurden. Und ich hatte meistens die ganz Frischen, die konnten dann noch gar nicht programmieren. Den musste ich dann erstmal programmieren und Perl beibringen, bevor ich ihnen irgendwas anderes beibringen konnte. Und dann habe ich dann ganz gerne versucht, simple Tickets im System zu mischen mit langweiligem, du machst jetzt hier mal dieses Perl-Buch. Aber man kann das strukturieren und sagen, du liest irgendwie jeden Tag ein Kapitel Learning Perl, machst die Übungsaufgaben, wir gehen das zusammen durch und die zweite Hälfte des Tages, hier hast du ein Ticket, vielleicht schaffst du eins pro Tag, wenn es nur Bilder austauschen, CSS reparieren oder so ist, aber es ist produktiv. Und dann gehen sie nach Hause und erzählen ihren Eltern, hey, ich habe wieder was gemacht und es ist live gegangen und das war total cool und ich musste irgendwie rausfinden, wie ich das selber löse. Und das ist das, was die Leute motiviert. Es muss sich produktiv anfühlen. Sie müssen das Gefühl haben, dass sie was geschafft haben am Ende des Tages. Ansonsten wird es langweilig. Und das muss man irgendwie hinkriegen. So, das war Mentoring. Als nächstes kommt Training. Und das ist jetzt die mehr technischen Aspekte. Was ist eigentlich ein Softwareentwickler? Und gibt es Unterschiede zwischen einem Softwareentwickler und einem Programmierer? Ich denke, es gibt ganz viele Unterschiede. Die Definition eigentlich für einen Softwareentwickler für mich teilt sich auf in Hard Skills und Soft Skills. Natürlich programmieren, ganz klar. Das sollte man irgendwie können. Programmiersprachen, wahrscheinlich mehrere und dann so Sachen wie Datenstrukturen, Algorithmen, aber auch Projektmanagement zählt dazu. Wie plane ich Sachen richtig, damit ich mich nicht verplane? Zeitmanagement, Zeitplanung, sowas alles. Versionskontrolle ist ein ganz großes Thema. Meistens wahrscheinlich Git, vielleicht auch noch ein anderes. Ist auch mal gar nicht so schlecht, immer mal zwei Seiten der Medaille zu sehen. Und Toolchain in Perl sicherlich das Test-Ecosystem, das Zipan-Ecosystem, Test-Driven Development, solche Sachen gehören da dazu. Release-Management, das ist natürlich auch hoch firmenabhängig, je nachdem, wo man arbeitet, was man so macht. Aber diese ganzen Sachen, die alle machen eigentlich einen Entwickler aus. Und ich denke, der Programmierer hat vielleicht das erste, vielleicht noch das zweite und vielleicht auch noch die letzten beiden, aber sicherlich kein Projektmanagement. Und da ist schon mal ein großer Unterschied. Ist jemand vom Stuhl gefallen? Alles gut? Ist es so langweilig? Eingeschlafen? und Soft Skills. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen einem Programmierer und einem Softwareentwickler. Unabhängiges Selberdenken. Selber denken. Das muss man lernen. Das kann man nicht von Anfang an. Zumindest können das die meisten nicht. Und das sind Sachen, die man nicht einfach durch eine Trainingssession, durch irgendwie, ich stehe jetzt hier mal vorne und erzähle euch irgendwas an der Tafel. Dadurch kann man das nicht beibringen. Das muss man vorleben. Und das dauert halt auch dann schon mal seine 1 bis 2 Jahre. Oder vielleicht länger. Vielleicht dauert das ein Leben lang, bis man da hinkommt. Genauso Neugier. Neugier ist eine der Kernqualifikationen, die für mich ein Softwareentwickler oder jede Art von Entwickler, jede Art von technischen Beruf eigentlich ausmachen. Neugier ist das, was uns antreibt, was uns dazu bringt, auf Knöpfe drauf zu drücken, von denen wir nicht wissen, was sie tun. Die uns dazu bewegen, Dinge auseinanderzubauen, Dinge zu hinterfragen, Sachen kritisch zu sehen. Und wenn man das nicht hat, dann glaube ich, kommt man nicht sonderlich weit. Und dann kommt man auch nicht auf solche Veranstaltungen und lässt sich nicht auf Neues ein. Neugier ist vielleicht das Wichtigste, was man haben muss. Ich glaube, man muss gar nicht so gut da drin sein, Code zu schreiben. Hauptsache, man interessiert sich dafür, warum man das macht und wie man das macht. Und dann bringt man es schon weit. Professionalität am Arbeitsplatz und generell, das sind eben so Sachen wie, ich komme pünktlich zur Arbeit, ich schreibe Hallo und Tschüss in meine E-Mails, zumindest wenn ich die nach extern schreibe, ich verwende Punkte und Kommas und nach Möglichkeit auch sinnvolle Orthographie, ich komme gekleidet zur Arbeit und kann mir die Schuhe zubinden, da sind wir dann auch wieder beim Elternteil, das man vielleicht ersetzen muss. Das klingt alles total dämlich, aber ganz ehrlich, wenn ich jemanden habe, der frisch aus der Realschule kommt, dann sind das manchmal Sachen, die man nicht erwarten kann. Denn wie viele junge Menschen können denn heute noch ganze Sätze schreiben an einem Computer? Oder eine E-Mail schreiben? Eine richtige, vernünftige E-Mail. Das muss man denen manchmal erst beibringen.
Und das ist wichtig. Und Professionalität ist sinnvoll, wenn man später einen anderen Job haben will. Wenn ich so überlege, was man so für Lebensläufe sieht, ja, das hätte man vielleicht breiter ausbilden können. Aber auch das muss man vorleben natürlich. Höflich sein anderen gegenüber, playing well with others, Teamfähigkeit ist immer so dieses Soft-Skill-Schlagwort. So einfaches Zeug wie Leute ausreden lassen, Leute angucken, wenn man mit denen redet, pünktlich zu Meetings kommen, Meetings machen, um mit anderen zu reden, die Meinung von anderen ernst zu nehmen. Auch das klingt irgendwie ganz normal, aber das kann auch nicht jeder. Und das ist natürlich gerade im technischen Umfeld häufig so, dass der eine oder andere von uns, ich nicht ausgeschlossen, vielleicht sozial nicht am stärksten ist. Und auch das muss man vorleben und ausbilden. Genau. Dass man Fragen stellen sollte, habe ich schon erwähnt. Wie man die richtigen Fragen stellt, ist auch so ein Ding, das man vorleben muss. Auch da, finde ich, hat mir persönlich Stack Overflow sehr geholfen, um das richtige Fragen stellen zu lernen. Und das ist auch im Beruf total wichtig. Denn wenn ich da so einen Business-User vor mir habe, wir haben ja alle keine Glaskugel, zumindest die meisten von uns nicht, die richtigen Fragen zu finden, um rauszufinden, was der Mensch eigentlich von mir will, ist eine Fähigkeit, die man über Jahre trainieren muss. Und auch nach über 10 Jahren, glaube ich, bin ich da noch nicht am Ziel. Und das einem jungen Menschen zu vermitteln, ist auch gar nicht so einfach. Das muss man auch sehr gut vorleben. Genau, und dann zu guter Letzt natürlich das Fachwissen. Mein Dankeschön, das freut mich, dass du jetzt ausgegangen bist. Hallo, komm wieder, yay. Das Fachwissen, je nachdem, wo man halt arbeitet, ob man das hat in seiner Firma, ist das was, was man natürlich irgendwie erklären sollte und was auch nach und nach dann kommt. Genau. Wie mache ich das und wie kriege ich mit, ob das Ganze auch funktioniert? Was ich immer ganz gerne mache, ist, wenn ich einen frischen Auszubildenden kriege, ist ein Kick-Off-Meeting zu machen, um denjenigen kennenzulernen. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn ich die Leute für eine kurze Zeit habe, für so 3-Monats-Intervalle oder so, aber auch so generell. Erstmal kennenlernen, ein bisschen drüber quatschen, wer bist du eigentlich, was stellst du dir vor, was wir hier machen, was erwartest du, was hast du für Ziele für dich jetzt in der Ausbildungsetappe oder für die Ausbildung generell. Regelmäßige Feedback-Talks, am besten irgendwie alle paar Wochen oder so, regelmäßig, nicht zu managementlastig, einfach nur, hey, wie geht's dir, fühlst du dich wohl, brauchst du irgendwas, mache ich irgendwas total blöd, was dir nicht gefällt, rede ich dir zu viel, gehe ich dir zu viel auf die Nerven oder bin ich nicht verfügbar genug oder so, das kann man ruhig mal fragen, es tut nicht weh, das zu fragen. Dann die Tickets gemeinsam analysieren, finde ich ganz wichtig, wenn man Tickets hat und je nachdem, wo die herkommen, gerade wenn man die nicht selber geschrieben hat, dann ist so ein gemeinsames Analyse-Meeting wichtig. Und natürlich am Ende, nach der Ausbildungsetappe, so dieses finale Review-Meeting, das ist dann mehr das Boss-Meeting irgendwie, wo man dann auch mal durchgeht, haben wir jetzt die Ziele erreicht oder nicht. Genau, dann finde ich ganz wichtig, man muss diese Meetings möglichst früh ankündigen. Früh heißt nicht, hey, komm mal mit in mein Büro. Das ist nicht so cool, wenn man das vorher noch nie erlebt hat, dann rutscht einem das Herz in die Hose und dann hat man da so einen nervösen, verschwitzten jungen Menschen sitzen, der Angst hat, der wird jetzt gefeuert oder wenigstens zusammengefaltet. Deswegen ist es immer ganz gut, das vielleicht eine Woche im Voraus anzukündigen und dann auch reinzuschreiben, was er sich vorstellen soll, was da jetzt passiert. Wir sprechen über die und die Sachen, mach dir doch mal Gedanken über, wie es dir bisher so gefällt oder so und ich werde dir die und die Fragen stellen. Und dann nachfragen, Feedback zu kriegen, also denjenigen Feedback geben zu lassen und das Feedback annehmen. Feedback-Kultur ist ganz wichtig für so eine Ausbildung und auch das baut wieder Vertrauen auf. Und wenn man sich das zu Herzen nimmt, was der Mensch dann sagt, dann ist das schon ganz gut. Generell sollte es in solchen Meetings irgendwie keine Probleme geben, sondern immer Lösungen. Auch das ist irgendwie so eine Floskel. Aber wenn halt irgendwas nicht stimmt, dann Lösungen erarbeiten und Ziele definieren und die gemeinsam in einem späteren Meeting wieder nachsehen und gucken, haben wir das jetzt erreicht, haben wir das Problem gelöst, also Lösungen. Und niemals jemanden beschuldigen, sondern immer unterstützen, das ist ganz wichtig. Immer unterstützen, keine Beschuldigungen geben.
Genau. Die Rule of Two, das funktioniert auf Englisch besser. There is only one master and one apprentice. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Es gibt immer mehr als nur zwei. Es ist nämlich selten so, dass man nur einen Typen hat, der einen anderen Typen ausbildet. Sondern es gibt immer einen Haufen Leute in so einer Firma. Es gibt vielleicht mehrere Auszubildende und es gibt meistens auch ein größeres technisches Team. Jeder Teilnehmer von Stand-Ups, jeder, der in meinem Team ist, hat irgendwie einen Einfluss auf die jungen Menschen, die wir da ausbilden. Und deswegen ist es wichtig, dass die sich mit allen gut verstehen. Bei Retros mitmachen, bei Teamaktivitäten mitmachen. Und selbst wenn sie nicht am gleichen Produkt arbeiten dürfen, ist es wichtig, dass sie irgendwie Teil des Teams sind. Und zwar auf eine Art und Weise, dass sie sich wohlfühlen und dass sie keine Angst davor haben, auch mal die anderen Leute nach Sachen zu fragen. Und wenn es eine Gruppe von jungen Leuten, eine Gruppe von Auszubildenden oder Trainees gibt, dann ruhig versuchen, Teil deren Gruppe zu sein. Denn zumindest ich war früher auch mal Auszubildender, ich weiß, wie sich das anfühlt. Deswegen versuche ich immer, da irgendwie mitzumachen und damit reinzurutschen, mit denen zum Mittagessen zu gehen oder so. Und einfach auch mit Auszubildenden, mit denen ich eigentlich gar nichts zu tun habe, quasi eine gute Beziehung zu haben, damit die mich auch mal was fragen können oder so, damit ich verfügbar bin. Das finde ich schon wichtig. So, und dann haben wir technische Fähigkeiten. Ganz klar, Versionskontrolle und Perl Basics, das ist irgendwie ziemlich selbstverständlich. Und dann irgendwelche Frameworks, MVC, Design Patterns und so. Da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Dafür, um das beizubringen, gibt es schon fertige Lösungen. Tutorials, Bücher, die sollte man ruhig nutzen. Man kann, wenn man in der Firma arbeitet, nicht leisten, für jedes kleine bisschen irgendwie eine Ausbildungssitzung mit Schule, mit Whiteboard oder so zu halten. Das ist Zeitverschwendung. Das verschwendet meine eigene Zeit und auch die Zeit der Auszubildenden. So fertige Sachen nutzen. Und da, wo es möglich ist und da, wo es nötig ist, nachhaken. Das ist zum Beispiel in Code Review. Da gehe ich gleich nochmal gezielt drauf ein. Man kann sicherlich auch mal ein Whiteboard zur Hand nehmen, mal ein Diagramm anmalen. Gerade so Design-Patterns sind da so eine gute Sache. Oder wie funktioniert Internet generell oder so. Aber nicht übertreiben. Und Pair-Programming auf jeden Fall auch. Ruhig mal gemeinsam hinsetzen, Sachen zusammen durcharbeiten. Schauen wir uns doch mal kurz diesen Code an. Das hat vor einiger Zeit einer meiner Auszubildenden geschrieben. Da geht es darum, mit DBXClass irgendwie die Anzahl von Datensätzen rauszufinden. Wenn ich das so sehe, dann habe ich jetzt verschiedene Sachen, die ich sagen könnte. Ich könnte zum Beispiel sagen, ja, ganz schön, aber warum hast du nicht einfach $RS-Pfeil-Count gemacht? Warum eigentlich nicht? Weil das gar nicht so einfach ist? Stattdessen sollte man vielleicht sehen, da ist jetzt jemand, der macht seit 2,5 Monaten Perl und hat vorher noch nie was programmiert. Und er hat es alleine hingekriegt, so eine Schleife zu schreiben, darüber zu iterieren, die Dinger zusammenzuzählen. Der Code funktioniert, er kompiliert, er macht keine Fehler. Das ist gut. Klar, er hätte die Dokumentation lesen können und sehen können, dass es Count gibt. Aber hat er nicht, aber er hat das Problem alleine gelöst. Also nicht einfach nur sagen, hey, mach doch einfach Count. So einfach ist es nicht. Sondern auf die Dokumentation hinweisen und sagen, hey, nimm doch mal, hier habt ihr doch gezeigt, wie man dieses Debugging anmacht und dann siehst du das SQL. Und da gab es doch, das hast du doch in der Berufsschule schon gemacht, da gab es doch dieses Schlüsselwort, um die Dinger zusammenzuzählen. Wie war das denn? Ja, Count. Ah, dann schau doch mal in der Doku, ob es dafür was gibt. Das ist viel besser, weil er hat hier was erreicht, er hat hier was alleine gelöst, durch selber denken. Und das ist wichtig. Darauf soll es hingehen. Nicht einfach nur sagen, hey, das hättest du aber besser machen können. Nicht einfach nur korrigieren, sondern ermutigen. So. Wie entwickle ich einen Entwickler? Je nachdem, ob derjenige am echten Produkt mitarbeiten darf oder nicht, ist das ein bisschen unterschiedlich. In meinem letzten Unternehmen durfte ich nicht am tatsächlichen Produkt mitarbeiten. Das heißt, ich musste mir Sachen aus den Fingern saugen. Und stattdessen habe ich mir dann einen anderen Kunden gesucht, nämlich die Personalabteilung und ein eigenes Projekt für die Azubis gemacht, an dem jeder Azubi gearbeitet hat. Ganz wichtig ist, dass man das mit Tickets visualisiert. Ob das jetzt Jira ist, wenn man das hat, oder Bugzilla oder irgendein anderes Bug-Tracking- oder Ticket-Tracking-System oder vielleicht auch nur Trello oder einfach Klebezettel an der Wand. Das ist vollkommen egal. Hauptsache, es ist visualisiert. Es gibt dem Nächsten die Möglichkeit nachzuschlagen, was da passiert ist. Es gibt dieses Sense of Achievement,
wenn ich eine Karte verschiebe, ich bin jetzt fertig. Das Ganze ist einfach viel, viel strukturierter. Und es ist ein gutes Gefühl, wenn man zur Wand laufen und die Karte auf fertig schieben kann. Vorhin haben wir ein Bild gesehen von solchen Karten. Das war tatsächlich ein Foto von einem meiner Auszubildenden, die haben die alle als Trophäen behalten und hatten jeder so einen Stapel an fertigen Karten. Ich fand das ganz schön. Kannst du es gerade nochmal zeigen? Nee, das ist zu weit hinten. Später vielleicht. Ja, genau. Ich finde, User Stories sind total wichtig, gerade wenn man ganz am Anfang steht, weil man dann was hat, auf das man sich beziehen kann. Was ist greifbarer, als zu sagen, mach irgendwie das und das. Deswegen sind Stories auf jeden Fall gut. Dann sollte man versuchen, die Komplexität der Tickets ansteigen zu lassen. Am Anfang ganz simple Sachen, wie gesagt, CSS oder Bilder tauschen und irgendwann später dann mal ein bisschen mehr. Wenn man ein Minimum Viable Product baut, das MVP, dann ist es auch schön, weil der Auszubildende sehen kann, wie sich ein Projekt entwickelt. Nicht eine ganze Datenbank von Anfang an planen oder so. Dafür fehlt das technische Verständnis. Das können die noch nicht. Stattdessen Stück für Stück, Schritt für Schritt immer wieder Sachen dazu bauen, auf eine Art und Weise, dass alles andere noch funktioniert. Und dann hat man auch diesen Weg. Wir sehen das hier in meinem Screenshot von den Tickets so ein bisschen. Da fehlt uns jetzt aber leider die Zeit. Ganz wichtig ist, dass sie verstehen, warum sie was machen. Nicht nur, was sie da machen, sondern auch, warum jeder einzelne Schritt wichtig ist. Und wenn es nötig ist, runterbrechen. So, jetzt läuft mir die Zeit davon. Das ist ja so eine typische User-Story. As a user, I want a nice big call to action. When I view the talks list, and there are no talks yet, so I'm encouraged to create one myself. Das gilt übrigens auch für die anwesenden Newbies, wenn ihr macht Lightning Talks. Genau, und dann habe ich halt hier irgendwie eine Beschreibung, ein Akzeptanzkriterien, ein Mockup und damit kann man was anfangen, wenn man vorher noch nie sowas gemacht hat. Dann funktioniert das ganz gut. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Wenn ich mit Versionskontrolle arbeite, finde ich es wichtig, früh zu erklären, dass man Sachen einzeln einchecken muss, dass man gute Commit-Messages schreibt und wenn mal was nicht klappt, dann ist das auch nicht so schlimm, dann machen wir halt gemeinsam ein Code-Review. Und dadurch, dass wir Versionskontrolle haben, können wir halt auch nochmal Sachen rückgängig machen. Aber es gibt halt dieses Gefühl dafür, meine Arbeit ist sicher und ich kann nachvollziehen, was ich getan habe. Und irgendwann komme ich dann auch an einen Punkt an, wo ich weiß, welche Commits ich in welcher Reihenfolge machen muss, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Und selbst wenn man mal verkackt, also es geht, man kann wieder zurück. Das ist ganz schön. Ich hatte versprochen, dass ich was von Perl erzähle. Habe ich nicht so wirklich. Aber ich hoffe, ich habe trotzdem irgendwie was Nützliches erzählt. Um Perl beizubringen, gibt es genug Ressourcen und um Leute dazu zu bringen, mehr Perl zu machen, kann ich eigentlich empfehlen, die Leute in den IRC zu holen, da Fragen zu stellen, das CEPAN zu lesen, das kann man auch lesen, die meisten von uns wissen das hoffentlich, sie dazu zu bringen, auf Stack Overflow Fragen zu stellen und auch Antworten zu schreiben. Mir hat das sehr, sehr viel geholfen. Pull Request Challenge ist eine sehr schöne Sache von Neil Bowers, die gibt es leider nur noch dieses Jahr. Aber das finde ich auch gut, um das Gefühl zu kriegen für Open Source und für ich darf fremden Code anfassen. Und ja, ganz wichtig, bringt sie zu Konferenzen mit, denn unsere Community ist schon irgendwie ziemlich cool. Und ich fand das schön, als gerade frisch nicht mehr Azubi hier zu sein. Und ich glaube, die Male, wo ich Auszubildende mitgebracht habe, haben die sich sehr wohl gefühlt. Und ich denke, das ist für so einen jungen Menschen eine schöne Sache, um zu sehen, dass es eben nicht nur ein Job ist. Vielen Dank. So, ich habe jetzt ein bisschen zu lange gebraucht. Gibt es Fragen? Ja, Nick. Second, third, and fourth companies I worked for were all startups. They all failed. At the end of 5 or 9 months or whatever it was, every single thing I did got thrown away. It was very upsetting. One of the only things that survived was a much shorter test case for a core Perl bug. And that was 9 months' work. So, Die Bemerkung von Nick war, ich habe am Anfang gesagt, diese Motivation, dieses, ich stelle was direkt live am zweiten Tag,
Er hat das Gegenteil erlebt in seinen ersten paar Firmen. Das waren nämlich alle Startups und die sind alle irgendwie pleite gegangen und der ganze Code, den er über Monate geschrieben hat, ist in der Tonne gelandet. Und das Einzige, was übergeblieben ist, ist ein Testcase für einen Core-Bug in Perl. Ja, das kann passieren. Happens. Aber das ist ein Startup, damit muss man rechnen. Noch Fragen? Jemand? Fragen? Nicht? Okay. Dann danke ich euch fürs Zuhören und wenn ihr noch irgendwas von mir wissen wollt, ich bin hier irgendwo.